Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Jetzt schauen wir erstmal, was Partybert aus der Mission gemacht hat. Bereite Geometriedaten vor. Mal gucken. Das heißt, Musik machen wir mal aus. Und die machen wir mal an. Ich glaube, ich habe heute nicht OM Bio Compost, habe ich heute noch gebaut für die Lampen wieder. Aber das war's dran. Also bis jetzt hört sich alles, schaut alles noch aus, als wie ich es verlassen habe. Hier oben ist alles noch easy. Gehen wir mal runter. Hier unten ist auch alles noch so. Mehr oder weniger. Ich habe ein bisschen Angst. Spiel lädt, weil Party connected. Machen wir erstmal die Luken auf, ja. Das ist, nee, da will ich nicht hin. So. Erstmal alle Luken auf hier. Kommt ein bisschen Licht in die müde Bude. So, Partybert. Und, wie ist die Lage? Also, ich habe nur für mich eine Platin-Spitzhacke. Oh, Platin? Ich habe nur die Stahl und die habe ich noch nicht einmal benutzt. Du hast, ich glaube, dass eigentlich Code Blue heute mitkommt. Ich habe Thermoskannen gemacht. Oh, dann nehme ich auch mal ein Schlückchen. Also da drin hast du eine Thermoskanne, die kannst du gerne rausnehmen. Die, da hast du definitiv keine Wasserprobleme mehr, sozusagen. Ja? Okay. Und hier kannst du dir die Laterne rausnehmen, weil ich habe die hier. Warte mal kurz, ich muss mal, was hast du? Warte, hier? Also da drin hast du die Laterne, die was du eh schon kennst. Von die Laterne, ja genau. Moment, ja, muss ich mal sortieren. Ich muss mich mal neu organisieren und sortieren. Warte kurz, die Hämmer brauche ich noch. So, weil die kommen nämlich unten rein. So, sehr nice, Partybert. Und ich hab die hier. Boah, ist die hell, Leco Mio. Ach, das ist eine Grubenlampe. Ja. Da unten, sie ist zwar irrsinnig hell, hat einen ziemlich zentralen Strahl und man kann quasi Höhlen mit einem Ruck erleuchten, aber sie hat halt kein Rundumlicht, so wie deine. Deine okay. Kannst du platzieren, das leuchtet halt rundherum. Aber jetzt mal eine grobe Frage, die geht immer noch nicht auf den G-Slot, ne? Nee. Schade. Schade! Chat, was sagt ihr dazu? Aber die ist sau hell, ne? Also die geht in dem Kegel, wo, wenn du mal dahinter leuchtest, in die Ecke zum Beispiel, die leuchtet schon krass hell weit, ne? Die ist auch die erste, die keine Flamme mehr hat, sondern eine Glühbirne. Das ist schön. Schön. Guck. Glühbirne? Glühbirne? Birne? Ich schau mal rein. Oh, Birnchen. Schöne Birnchen. Okay, Partybert. Ganz kurze Frage zum Plan. Wir werden die Mission heute abschließen, habe ich gehört. Ja. Das bedeutet, wir müssen gen Süden wandern. Ich würde sagen, weißer Punkt als erstes. Oder der andere, je nachdem, wo man am ersten... Meine Frage ist nur, möchtest du vielleicht doch eine Schusswaffe haben, wenn wir in die Arktis gehen? Ja. Wenn ich darf, gerne. Ja. Dauert, glaube ich, nur ganz kurz. Ich muss noch schnell was zu essen besorgen. Was zu trinken besorgen. Weil die Flasche muss auch voll werden. So, Flasche voll. Flasche voll. Die Thermoskanne kann dann nicht mehr einfrieren. Sehe ich das richtig? Sollte nicht mehr passieren, ja. Nice. Und gut. Wenn wir warme Getränke hätten, könnten wir auch wärmende Buffs haben. Aber wir können nicht, weil wir zu wenig Ressourcen dafür haben. Ganz kurz, Partybert. Ich stelle, du hast keine Winterbekleidung gerade noch an, oder? Nee. Ich stelle mal ganz kurz nochmal eine Hose und die Felldinger her und die Füße kann ich leider noch nicht. Also Füßchen haben wir noch nicht so. Die kann ich auch noch, kann ich die freischalten noch? Warte mal kurz, die waren Rang 3, meine ich. Ne, Rang 3 waren die nicht, da waren schon die Jägergeschichten. Rang 2 hinten waren die. Ne, die Füße, Fußpanzer habe ich jetzt nicht am Start. Aber es wird doch wohl gehen, oder? Hast du alles rausgenommen schon, ne? Nee, ich habe noch gar nichts rausgenommen. Ich muss mein Inventar mal leer machen. Wenn wir dann noch die Dinger. So. Das sind die Sachen. Das heißt, für Partybert haben wir jetzt schon mal so eine grobe Geschichte am Start. Das ist schon mal sehr nice. Jetzt. Flight Captain, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Brauche einmal den Discord-Link, bitte. Chat rettet. Pazzi, das Licht am Ende des Tunnels. So ist es tatsächlich, ja.
Mit dem Helm schaut Parzibert aber auch ganz schön schnittig aus, ne? Jägerausrüstung. Der Jägerbert. Wenn du in die Ding reinguckst, in die Häutungsbank, weißt du, wieso Jägerrüstung. Ja, ich habe schon gesehen, da ist schon wieder alles voll, ne? Ja, die ist extrem voll, ja. Ja, jetzt gucken wir gerade. Beton ist noch eine weitere Geschichte, dann ab, was ich auch nochmal machen wollte. Ich wollte auch noch in die Biergeschichte, also die Werkbank für Glasflaschen wollte ich mir noch anschauen und vor allen Dingen aber, und das ist wahrscheinlich am wichtigsten, die Küchenfläche hier. Würde ich gerne auch noch freischalten auf Rang 3, weil ich finde nichts, also ganz ehrlich, wenn wir schon mal ein Schlückchen Bierchen mitnehmen können, das wäre schon mal ordentlich, ne? Aus 100% Ausdauerregeneration plus 125 Max Ausdauer, Verbrauch ein Platz im Magen. Alter Schwede, das Bier ist ja übermäßig mächtig. Ja. Okay, also wenn du dann so ein Stack Bier in dein Getränkefach reinlegst, bist du ja quasi perma geboostet. Das ist ja mega gut. Das ist ja mega gut, ey. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, Parzibert's Schusswaffe ist noch in Arbeit. Ja, Schusswaffe ist noch in Arbeit. Okay, aber noch nicht fertig quasi. Na gut. Nee. Gut, dann Repetierbüchse ist das, ne? Repetiergewehr, genau. Gut, sehr schön. Dann machen wir die auch startklar. Jetzt gucken wir mal gerade, die kann ich nämlich noch gar nicht, weil die auch Level 25 erfordern würde, die Jägergeschichten auch. Hinten die Betonsachen, also die Betonsachen würde ich tatsächlich irgendwann auch gerne noch craften wollen, weil ich fände das irgendwie sehr, sehr wichtig. Bei den Talenten werde ich jetzt vom Bauen ein bisschen weggehen, dass der Baubereich ist okay. Die Herstellungssachen, ja, das ist ja auch ganz nice, wenn man das forscht, aber das ist gerade nicht Prio. Ich würde gerne bei Überleben jetzt mal ein bisschen auf die auf diesen Baum gehen, auf den Ressourcenbaum tatsächlich. Damit wir beim nächsten Start nicht mehr so ewig lang brauchen. Das ist so mein Plan eigentlich. Dass wir das schneller machen können. Dass wir, wenn wir starten, einfach viel schneller Ressourcen ranbekommen. Ja, für dich wäre der Holzbaum wahrscheinlich sehr, sehr gut. Am Anfang ist Holz halt immer so das Ding, du schlägst halt 150 Millionen Bäume erstmal um. Wobei auch Stein ist für mich wichtig zum Sammeln. Also auch da müsste ich mal gucken, beim Nichts-Verschwendet-Skill müsste ich mal reingehen. Ja, also es wird sich auf jeden Fall, hier guck mal, plus 20% Ertrag durch Abbau von Stein. Allein das wäre ja schon mächtig, wenn man sich die Bude jedes Mal aus Stein baut, dann geht das halt auch einfach alles schneller. Während Parzibert das jetzt gerade mal fertig macht, mache ich jetzt mal ganz kurz was anderes. Und zwar, ich hau mal ein paar Bäumchen um, nochmal ein bisschen nachskillen. Use Spritbohrer lasse ich jetzt da, der bringt bei ihm nichts. Habe ich noch nicht herausgefunden, wie der funktioniert. Der Biosprit? Der Biosprit-Bohrer. Der muss wahrscheinlich Biosprit in irgendeiner Art Gefäß rein und dann hat er Sprit. Ja, das weiß ich schon, aber ich kann den Bohrer nirgendwo hin platzieren. Ach so. Das ist mein Problem. Vielleicht braucht er dafür irgendwas noch? Oh, warte mal, da ist ein Wölfchen. Er muss irgendwie einrasten, aber ich habe nicht herausgefunden, wo er einrasten kann. Okay. Wo habe ich ihn da hingeschossen gerade? Ich komme mal mit dem Wolf schnell, den habe ich gerade erlegt. Kriegt man genug Punkte, sodass man alles skillen kann, theoretisch? Weiß das jemand? Fragt Telluri gerade. Parzibert, du bist ja schon skilltechnisch weiter. Was sagst du dazu? Ich glaube schon, ich glaube, das ist sehr ausgelegt, dass du auch im Grunde genommen alleine das Spiel spielen kannst. Man muss aber fairerweise auch sagen, alleine hast du ja auch den Skilltree Solo und der ist ja auch wirklich mächtig. Sag mal, wie viele Wölfe rennen hier rum? Ich wäre gar nicht mehr fertig. Ich wollte ja eigentlich Bäume klopfen. Jetzt sowas. TM, hi. Die armen Wölfe. Ja, wenn sie uns nicht angreifen würden, würde ich gar nicht zu so drastischen Wolfsmitteln greifen, ja?
Wenn die einfach sagen würde, yo, easy oder was, ne, kein Problem mit dir, dann hätte, wird kein Mensch einen Wolf jagen, warum auch, ja? Die arme Sau. So, hier nochmal ein bisschen Holz gefarmt. So. Wenigstens ein paar Punkte nochmal. Bis Parzibert soweit ist. Ausdauer mal kurz regenerieren. Der Tierträger. Ja, naja, was will ich machen, ne? Die Welt ist. Die Welt will das so. Ja, das ist Wahnsinn. Rennt schon wieder ein Tier an mir vorbei. Ah, ich hab gerade heute wieder angefangen. Stargate Atlantis. Ich hab's letztens ja gesagt, dass ich voll Bock darauf hab. Und jetzt habe ich wieder neu angefangen. Komplett neu. Die Serie einfach von Anfang an. Freue ich mich gerade sehr drüber. Schnell Ausdauer regenerieren lassen. Ein bisschen zumindest. Wobei das lohnt sich eigentlich. Holzfällen ist ganz cool eigentlich, wenn du die Bäume hier zerlegst, aber so krass viel EP kriegst du da gar nicht, ne? Nicht mehr, ne? Also am Anfang hat es sich mehr gelohnt. Ja, jetzt, das ist total witzlos gerade. Bist du soweit, Parzi? Nee, noch nicht. Du gerade das Stahl einschmelzen für deine Waffe. Ach so. Was haben wir hier? Biospritkanister. Ja, das ist für einen Bohrer, aber das funktioniert nicht. Ich habe da noch nicht herausgefunden, wie man den platzieren kann. Jetzt warte mal kurz. Also ich habe den Bohrer. Ja, da muss irgendwo einrasten und du findest aber keinen Einrastpunkt. Bei keinem Vorkommen. Also bei mir hat er kein Vorkommen gefunden, wo er einrasten kann. Wenn auch hier wohl irgendein Vorkommen finden. Muss einrasten. Zwerginho. Bild ist jetzt im Discord. Ey, schau ich später rein. Unbedingt. Freue ich mich jetzt schon. Ja, aber das ist ja doof mit dem Teil, Parzibert. Ja. Keine Ahnung. Ich nehme den trotzdem mal mit. Sicher ist sicher. Haben wir jetzt eigentlich nicht. Warte mal, hier haben wir doch jetzt Fleisch drin, oder? Ich habe den schon die ganze Zeit mitgetragen und in jeder Höhle versucht. Ich habe es nicht herausgefunden. Okay. Schon tragisch. Also schon ein bisschen blöd irgendwie. Ach, Fell hätten wir ja auch reinlegen können. So, das nehmen wir wieder mit nach Hause. Ja. Gut, was haben wir hier jetzt so? Also ich brauche noch einfach mehr Level, aber das kriege ich wahrscheinlich durchs Jagen easier, wenn wir jetzt dann eh unterwegs sind. Vor allem mit der parzischen Schusswaffe wird das dann easy peasy werden. So, ja, 10 Stück müssen noch durchlaufen. Ach, da liegt das Fleisch. Ich habe es schon gesucht. Das hat alles aus der Werkbank rausgehauen. Ja, die ist voll. Ich merke schon, das ist übel. Wir haben Leder, Felle, alles in Übermaß. Ich da mal mit rein, das ist okay. So. Ich habe quasi die ganze Fauna hier ausgelöscht. Ich merke schon. So, also ich bin jetzt gut gewärmt. Bei 40 Grad ist es auch am angenehmsten. Chat, ihr wisst, wie es ist, ne? Wenn du abends am Feuer stehst mit deiner Fake-Rüstung an, das kennt jeder von euch, ne? Also, das ist halt einfach so dann. Ich mag unsere kleine Hütte hier schon gerne, ne? Und ich finde es jetzt auch tatsächlich sehr viel schöner, dass die größer ist. Dass die jetzt einfach ein bisschen Platz bietet. Ich habe mir aber schon ein neues Konzept, also eine neue Art von Bude überlegt für die nächste Base, die wir bauen werden.
ich bin da auf eine Idee gekommen, die vielleicht sogar für uns sinnvoller ist von der Handhabung her. Müssen wir mal gucken. Da werden wir dann ein bisschen anders machen, weil ich finde das doof, dass wir in die Stützen unten nicht rankommen. Und da habe ich schon mir was überlegt gehabt. Aber das werden wir dann in der nächsten Bude erst ausprobieren. Wir werden sehen. Freunde der Sonne. Okay. Was muss man eigentlich brauchen? Bist fertig? Wo? Da in der Werkbank drin. In der Werkbank? Ah, 20 Schuss? Ja. Gut, mehr geht nicht, ne? Nee, da müssten wir nochmal warten. Nee, das lohnt sich nicht. So, pass auf. Ja, passt für das meiste eh nur ein Schuss. Okay. Hast du. Passt. Hast du deine Rüstung mit dabei? Ja. Okay. Das geklappt hätte. War das nicht Bärengebiet hier? Ja, aber. Oh, Wolf. Ja. Ja, noch einer. Okay. Lass uns mal links weggehen, da haben wir ein bisschen mehr Sicht auf alles. Ah, okay, ich höre einen Bären. Okay. Ein Zwerg verlängert seinen. Pandoron, dankeschön für deinen dritten Monat. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen. Ja, wir haben 10 Bären. Ja. Also, den kriegst du mit einem Schuss? Ja, den kriegst du mit einem Schuss. Oh, 18.000 Schaden! Kann ich den Bolzen wiederholen? Nein. Ja, man muss den vielleicht zerlegen, dass du ihn wieder bekommst. Ja, aber da will ich nicht. So viel Zeit ist nicht, Pazzi! 6 Tage. Wir werden keine 6 Tage mehr hier sein, denke ich. Aber die Karotte nehme ich mit. Wie eine Buffetfräse, ey. Oh, Vorsicht, Bär. Ah ja, voll. Den habe ich ja fast gar nicht gesehen. Willst du Ja, okay. Ja. Gut. Da vorne ist ein Bison. Und ein Wolf. Okay. Leonberger Löwen, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Du hast eh genug Bolzen, oder? Ich habe 36 Bolzen dabei, ja. Okay, das passt. Also es sind jetzt nicht unendlich viel, aber es reicht für den Moment. Also ich denke, für die Mission dürfte es reichen. Und dann habe ich ja auch noch wahnsinnig viele Pfeile so dabei. Und noch Gewehrschuss. Also ich glaube, wir kriegen die Mission locker hin. Sehr gut. Und die Pfeile kann ich ja recyceln. Oh. Ah! Was ist denn hier los? Meine Güte, ey. Oh. Warte mal, ich muss mal schnell mich verbinden. Ich muss mich nur schnell umziehen. Ja. Also mir ist angenehm warm jetzt gerade. Mal gucken, wie es jetzt da vorne ist. Hat aber auch noch 21 Grad. Was ist da vorne? Schwein. Schwein! Boah, der Keiler. Oh, Stufenaufstieg. Echt? Nein. Ja. Was? Glückwunsch! Oh nein! Echt jetzt? Ein Schneesturm! Ja, ich glaube, das ist gewollt hier. Trigger-Event, meinst du? Ja. Wer? Oh oh. Den Wolf hast du nicht gesehen? Nein. Der ist genau hinterm Bären gesessen. Aber komm zu mir. Dann können wir vielleicht den Munitionssparend umgehen. Ja. Ich habe nur 34. Doch ist er kurz. Doch ist er. Oh no. Ja, das war's mit dem Umgehen. Links von uns ist der eine Bär und rechts von uns ist der andere. Außer wir können den auch noch umgehen. Ja, sollten zu den Eisbär. Eisbär ist böse? Eisbär ist extrem böse.
Hast du eine Markierung gesetzt, zum, wo wir hin müssen? Ja, oder? Ja, weiße Markierung ist unser Ziel. Wir laufen genau darauf zu, Pazzi. Ja, ich bin gerade nicht aus dem Menü rausgekommen. Aus welchen Gründen auch immer. Okay. Wo ist denn Koblu? Koblu hat heute, ist schon in Feiertagslaune. Treibholz. Nice. Oh. Nice. Ja, wirklich. Treibholz. Eis ist Wasser. Okay. Kann man auch ohne Schaufel mitnehmen. Das finde ich gut. Macht's uns mal später einfacher. Also so warm ist mir nicht mit der Pelzbekleidung. Nee, also mir ist auch ganz schön frisch. Also bei minus 8 Grad... Für das Eis sammeln kriegst du wenigstens 25 EP. Hast doch schon mal was. Oh no. Schneesturm. Oh, der ist aber übel da. Pazzi, können wir irgendwo Unterschlupf suchen? Ich weiß nicht, ich war hier noch nie. Ja, müssen wir mal schauen, wenn die nächste Höhle gehört uns, oder? Ja. Vielleicht ist hier gerade mal zufällig auch eine. Können wir nur hoffen. Und nicht. Da vorne vielleicht. Hier. Ah, du machst quasi uns eine epische Höhle. Vorsicht nicht, dass wir durchbrechen. Ja, mein Iglo. Ich fühle mich auch so ein bisschen wie im Iglo. Also, der Sturm kommt auf jeden Fall. Warte mal, wenn ich rausgehe, was macht das dann? Es sagt aber keinen, also noch sagt es keinen Schaden. Ja, noch. Bist du auch noch im grünen Bereich. Oh, wir sind schon der fast Sturm durch, ist ja noch nicht, der Sturm ist noch nicht da. Also irgendwie wirkt die Höhle jetzt nicht so besonders dicht, muss ich sagen. Ist das alles? Du hast keine Fackel dabei, Party, oder? Bei minus 38 Grad? Es ist frisch. Es wirkt ein bisschen frisch gerade am Näschen, ne? Uiuiui. Oh, ey, zwei rote. Blick zu. Okay, wir haben kein Shelter. Das gilt nicht als Shelter, Party. Lass uns mal die nächste. Ja, wir können jetzt nicht mehr raus. Es ist gleich rot. Ich glaube, es ist ziemlich egal. Du kannst das gar nicht. Doch, ich hab. Bei mir ist Shelter. Komm zu mir rüber, schnell. Pass auf die Fackel auf, ja, nicht, dass du mich anzündest. Nein. Aber du hast auch Shelterbereich, oder? Ja. Okay, minus 40 Grad. Oh ja, das ist meine Lieblingstemperatur so, ne? Also wenn ich jetzt abends rausgehe, dann habe ich das auch ganz gerne so. Alter Schwede, schau dir mal die zweite Ebene an. Die hört ja gar nicht mehr auf. Verdammt lang. Oh, trinken wir mal ein Schlückchen hier, ne, weißt du, essen mal ein paar Beeren. Ich habe doch heute festgestellt, es dürfe mehr als nur grün, orange, rot geben, sondern ich habe heute auch schon gehabt, bei Sturm ein schwarzes Fenster. Was? Was waren da extreme Anzeige dann, oder was? Ja, wahrscheinlich, also es kam nach rot. Oha. Schön. Ja, also ich muss sagen, das ist hier vielleicht ja mal so ein bisschen unangenehm, ne? Da zieh ich mir gleich mal einen Pulli mal ein bisschen drüber.
Aber wenigstens ist das jetzt schon mal ein sauberer Shelter, wo wir aber Unterschlupf finden. Ja. Nur Küche rein und dann kannst du ja erstmal bleiben, ne? Ich glaube, dass wir den einen Stein einfach zu sehr ausgehöhlt haben. Ich glaube auch. Also, den habe ich jetzt gar nicht mal so weit ausgeschlagen. Er reicht immer noch für zwei Personen. Also, dass der Schnee hier durch den Stein durchgeht, ist das bei dir auch so schon, ne? Wir haben auch oben ein Loch. Oh. Das macht natürlich erst erklärt alles. Wilder, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Oh. Fackel aus. Fackel nicht mehr da. Ist natürlich auch clever gewesen, dass wir nicht bis zum nächsten Morgen gewartet haben, bis wir los sind, ne? Ja, das war absolut clever. Es war einfach, wir sind einfach in der Hinsicht, sind wir halt einfach die Survival-Könige, ja? Fackel aus, Party an. Hast du einen Schlafsack mit? Da ist, glaube ich, ein kleines Malheur passiert auf dem Weg hier. Verdammt. Ja gut, aber da müssen wir eh eine Höhle und ein Feuerchen erst bauen und da kann ich in der Zeit ja auch jagen. Also wenn wir eine Höhle finden, sollte man die auch nehmen. Wobei, auf der anderen Seite, wir sind jetzt auch nicht so wirklich weit weg von der Heimatbase noch. Ja, aber... Und das Zielgebiet ist es eigentlich auch nicht. Weil wir sind, die Hälfte haben wir ja tatsächlich geschafft und wir wären jetzt auch schon da, wäre der Sturm nicht da. Ja. Aber ich nehme, also die nächsten Tiere, die wir nicht mehr umgehen können, die nehme ich aus, damit wir das Fell bekommen. Und dann kann ich mir auch schnell noch einen Schlafsack craften, das ist ja kein Problem. Minus 42,52 Grad. Eis. Eis schmilzt mir langsam in den Fingern davon. Lorin, das ist ganz bequem. Das ist Wohlfühltemperatur. Ja, ich finde auch den Eisbärenanzug. Ich glaube, ich weiß jetzt, wofür der ist. So. Ja. Dieser Eisbärenbrustpanzer und so. Ja, es ist, glaube ich, hat seine Daseinsberechtigung. Benötigt Talent, Entwurf Eisbärenpanzer. Okay. Ach gut, da brauchst du ein Talent, um das zu craften zu können. Ja. Ach was. Für das und für noch irgendwas. Ach, okay, krass. Für manche, musst du dich erst skillen, dass du überhaupt die Baublose freigeschaltet bekommst. Aber ich glaube, die Gletscherspalten, die hier sind, die schützen, glaube ich, auch vor Witterung, wenn es mich nicht täuscht. Das möchte ich nur mal testen. Und jetzt raus? Bist du schon draußen? Ja. Also bist du schon weg, Party? Bist du hin? Ich bin dann rechts gegangen. Bist weiter vor. Bin in der Gletscherspalte. Ach, da bist du drin, oder was? Ja. Aber da ist nichts Interessantes, ich komm wieder raus. Okay. Krass, mit der Gletscherspalte ist sehr übel. Vor dem Sturm schützt. Aber das Schöne an der Geschichte mit dem Eis ist tatsächlich, dass du... Bist du ein Pazzi? Nee, komm schon wieder raus. Ah ja. Ah, da bist du. Dass du in der Dunkelheit, in der Nacht relativ gut siehst, ne? Oh Gott, keine Ausdauer. Ah, da ist Pazzi. Na komm, ich hab keine Ausdauer. Geh raus da. Lauf einfach bis zum Ende durch, da geht's auch raus. So. Nicht mehr weit, dann haben wir's, Party. Da unten könnte eine Höhle sein. Hier. Wo? Da unten? Ja, oder vielleicht auch ein Bär, ne? Könnte auch beides hier sein. Was ist das hier? Ja, ein Bär sehe ich schon mal. Was ist das? Also nicht weiter, nicht geradeaus laufen hier. Oxy ist hier, okay, cool. Bist du hin? Ja, wieder zurück. Wieder zurück. Das ist ein Eisbär. Okay. Den wollen wir nicht, sagst du. Okay, also ja, weiter Richtung. Nee. Oh. Der Eisbär-Trigger noch. Oh, ist es dunkel. Der Sturm ist jetzt vorbei. Ja. Boah, mir ist auch. Ich hab Frostschaden.
Ich krieg Frostschaden gerade, Party. Ja, ich auch. Ich habe auch Frostballen. Okay, dann sollen wir uns die nächste Höhle, sollten wir uns ein bisschen heimelig machen, ne? Ja. Das heißt, hebt das Trockenholz auf. Hab ich schon, ja. Ein Stöckchen nehme ich auch nochmal ein paar mit. Wir brauchen definitiv eine Höhle. Ja, also die Nacht hier draußen bleiben, kannst du knicken irgendwie. Das geht vielleicht ganz schön schnell. Okay, also das Holz sollte reichen, was wir haben. Ja, Ausdauer regeneriert sich auch fast nicht mehr. Ja. Ja, Gott sei Dank haben wir ja genug Lebenspunkte noch. Ja, es läuft. Das heißt, eine Höhle dürfte kein Problem sein zu finden. Ich denke auch, dass hier müsste irgendwo dann einmal zwangsläufig eine kommen, ne? Ansonsten die nächste Gletscherspalte. Ja, kleines Feuerchen rein und so. Das nennt man Gefrierbrand. Ach, Hoddy! Vor allem bei minus 40 Grad war es uns egal, ne? Aber bei minus 16, da haut's richtig rein. Hier ist eine Gletscherspalte, wollen wir da rein? Ja, ja. Ich häng fest. Fuck. Ich häng fest. Also, brauchst du Hilfe? Nee. Nee, geht schon. Du bist ganz runter, oder was? Ja, jetzt total in Crew. Platzier mein Feuer. Kannst du platzieren? Warte, ich baue. Ich brauche Steine. Scheiße, die habe ich vorhin weggeschmissen. Nein! Verdammt. Trotzdem gibt es hier genug Steine. Das ist Oxid. Ja, ich weiß, ich versuche da durchzukommen, damit ich rauskomme. Da komme ich nicht hin. Oh, jetzt, okay. Hier ist normaler Stein, da ist normaler Stein. Pass auf. Oh nein, echt jetzt? Ich bitte, bitte. Ich habe 7 Steine, warte. Ja, ich gehe ganz. Ich brauche aber 24. Nein, ich bin so doof, ey. Verdammt. Das schaffen wir, Patsy, das schaffen wir. Meine Ausdauer ist halt voll für den Eimer gerade. Ja, meine auch. Das ist eh klar, wenn es kalt ist. Oh no. Was denn? Ich wollte gerade in eine andere Richtung gehen, aber da ist ein Eisbär. In der Spalte baue ich jetzt gleich mal eine Bude rein. Schicke Bude und so, ne? Weißt du, mach mal ein bisschen Feuer. Bist du da unten gerade? Ja, schon, ne? Ja, ja. Yep. Okay, da machen wir jetzt schöne Bude rein, sagst du. Oh, hier ist ja nett, ne? Hier so. Einfach mal ein Feuer platzieren, dass wir sich dran setzen können. Kommt. Warte mal, wo bist du? Nicht, dass ich dich anzünde, da. So. Ja, geht nach oben. Sehr gut. Ja. Geht wieder nach oben. Schön ran. Schön zum Wärmen, Party. Ja, aber gut, aber viel nach oben geht das auch nicht, ne? Kriegst du noch Schaden? Ja. Ja. Ist es vielleicht wegen dem Sturm jetzt? Nee, oder? Es geht auch nach unten? Nee, das bringt uns hier nichts mehr. Also es wird auf jeden Fall wärmer hier am Feuer. Ein bisschen. Nur nicht brennen, Zwerg. Nee, ich schmerze nur. Hammerblast, dein wunderschön. Aber wieso wird mir nicht wärmer? Bei mir wird auch nicht wärmer. Ich glaube, ich würde mich eine Höhle finden müssen. Ich glaube, im Gletscher kannst du halt im Sturm aushalten, aber so wirklich. Schützen tut er nicht. Schützen tut das auch nicht. Und warm wird es hier drin auch halt nicht, ne? Weil es kommt ja von oben auch kalt. Ja. Oh, das ist schon ein harter Sturm, ne? Wow! Ja. Was war. Alter!
Oh. Aber wir dürfen, ich glaube, wir dürfen nicht, das Feuer darf hier nicht ausgehen, ne? Das wäre ganz schlecht. Ja. Ich glaube, wir hätten die Füßlinge brauchen sollen. Ja. Wieso hast du die eigentlich nicht gemacht? Weil ich sie nicht kann. Hab ich doch gesagt. Stimmt, da war was. Wobei, jetzt geht's gerade irgendwie. Warte mal, was ist das für ein Symbol? Kühlung. Wasser kühlt dich ab. Wieso Wasser kühlt mich ab? Ja, wegen dem Wasser, was wir in der Thermoskanne haben, das wird wahrscheinlich nicht warm sein. Ach so! Warte mal kurz. Ja! Das Feuer wärmt das. Leg mal deine Thermoskanne da rein. Du brennst. Was? Du brennst! Ich brenne vor Leidenschaft! Das war gut, bleib hier! Nein! Ach, 300 Grad bist du wahnsinnig, ich will das nicht! Partywert! Wie krieg ich das aus? Hebt mich mal bitte wieder auf. Moin Moin Borg, einen wunderschönen. Danke dir. War gerade super, dass du gebrannt hast. Ja, danke. Ich freue mich auch wie ein Schnitzel im Sommer. Meine Thermoskanne habe ich ja jetzt da reingeschmissen und habe Wasser rausgemacht. Aus dem... Ja. Jo. Warm und geborgen. Ja, so, ja, okay, jetzt, weil ich hier neu aufgestellt wurde. Okay, alles klar. Aber das, du kannst deine Thermoskanne da füllen. In der, wenn du, durch das Eis und so weiter schmilzt sich rein. Das ist sehr geil. Ja. So wird nicht aufgewärmt. Ja, was ist denn, Hitchi? Ich will doch einfach nur leben. Mein Traum ist Leben. Aber ich brauch sie nicht auffüllen. Wenn der Sturm vorbei ist, müssen wir wieder raus. Ja, sofort. Das hilft nix. Ja. Ich würde das Feuer nehme ich dann noch mit. Ja. Und, gut, die Holzkohle ist egal, die schmeißen wir mal raus, die brauchen wir nicht. Das Wasser brauchen wir auch nicht. Sturm ist gleich vorbei. Okay, alles gleich. Dann nehme ich das Feuer mit. Ja. Da. Also die nächste Höhle, Parzibert, kühlt uns, ja. Zum bisschen aufwärmen. Wahrscheinlich ist genau hier gleich... Ja, ohne Scheiß, ich warte eigentlich nur drauf, ne? Stimmt, das Holz schön mitnehmen. Ja, wichtig. Okay, also... Arktis ist echt... Bitterböse, ne? Ja. Das verzeiht überhaupt nicht. Aber du kriegst Ressourcen tatsächlich schon ein bisschen, ne? Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Jetzt nicht viel, aber ja, geht so. Jetzt wahrscheinlich laufen wir mit offenen Armen einem Mammut entgegen. Ja, geil. Agro-Mammut. Es kann ja nicht sein, dass hier keine Höhle existiert. Also gar keine, weißt du, das wundert mich halt sehr. Aber hier ist auch keine, oder? Ist doch kein Durchgang. Nee. Nee. Die Nacht ist. Haben wir auch schon fast geschafft, ne? So. Ne, ist auch keine. Aber wo ich ist denn unser Punkt? Nee. Da hinten ist irgendwas, Pazzi. Entfernung. Genau Richtung unseres Ziels. Okay. Ich glaube, da hinten könnte eine Höhle sein, es schaut sehr danach aus. Ey Markus, dankeschön für deinen Sub Markus an Bambam. Der Unterstrich Franke schenkt einen Sub an Bambam 1988. Ja, nach. Wow. Oh, 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 oh. Oh Scheiße, das ist ein Eisbär. Holy moly, ja. Ey. Wir müssen auf die andere Seite. Ich glaube, da drüben ist eine Höhle. Okay, dann lass uns mal versuchen, den Eisbär zu umgehen. Ja, ja. Nur nicht so laut, gell? Der hört dich. Ganz leise.
Weißer Zwerg. Das ist auch unser Zielgebiet im Übrigen. Also von daher müssen wir eh rüber. My eyes can't help looking at you right now. So much emotion, just pick your poison. Is every move you make even